Locked and loaded und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Formel 1 2016. Ich habe mir das Spiel besorgt und ich muss sagen, ich bin bisher ziemlich begeistert davon. Realistisches Fahrverhalten und alles gehört dazu, aber das werden wir gleich noch alle sehen. Wir beginnen eine Karriere, das heißt, das Let's Play wird ein wenig länger dauern, sofern ihr wollt natürlich. Und wir starten jetzt einfach mal. Vielleicht wird es auch noch ein paar Multiplayer-Rennen geben, die kommen dann nach und nach mal. So ab und zu, da werden wir mal sehen. So, Karrierebeweise, dass du soweit bist, dass du bereit bist. So, da haben wir das Ganze. Wir spielen kein komplettes Wochenende. Benutzerdefiniert könnte man natürlich machen, wir spielen aber ein kurzes Wochenende. Renndistanz 25% lassen wir auch. Art des Qualifying, Blitz Qualifying. Die Trainingssessions würde ich gerne rausnehmen. Kann ich aber gar nicht. Dann machen wir das doch mal benutzerdefiniert. KI-Schwierigkeit, die können wir auf Mittel erstmal machen, würde ich sagen. Okay, nee, das wollen wir ja nicht. Moment. Müssen wir mal gucken. Wie machen wir das dann mit dem... Können wir das hier anpassen? Nee, wir müssen auf jeden Fall Training mit einbeziehen. Okay, dann machen wir kurzes Wochenende. Und die KI auf Mittel. Das sollte für den Anfang vielleicht reichen. Avatar, da sagt mir der am meisten zu. Ich kann euch aber mal zeigen, welche es hier noch so gibt. Also die sehen schon schöner aus als in den letzten Jahren auf jeden Fall. Also ich glaube, im letzten Jahr gab es keinen... Ich weiß gar nicht. Ich habe das letzte Formel 1 nicht gehabt. Mir war bei 2014 bereits Schluss. So, dann können wir uns jetzt natürlich einen Helm aussuchen. Ist ja ganz klar, wie immer. Nehmen wir den. Den können wir jetzt aber farblich auch variieren. Das ist neu. Das ist jetzt einmal das Hauptquartier. Also, wie wir das jetzt farblich haben wollen, das wäre... Ja, wenn ich euch jetzt zeige, wo das ist, ne, wäre das irgendwie sinnlos. Aber hier seht ihr jetzt zum Beispiel, welche Farbe das ist. Welche Partition. Da dachte ich mir schon an so ein bisschen an dieses... Ja, ich weiß es auch nicht wirklich. Nee, das wäre zu hell dann. So, dann haben wir eine gute Farbwahl. Wir können ja auch... Können ja in Richtung Rot gehen, so ein bisschen. Machen das. So. Und hier... Da habe ich mir gedacht, hauen wir so ein bisschen Lila mit rein. Ja, ist schwer. Oder wir machen hier was ganz anderes. Warte mal, wir machen den. So ist ja auch relativ egal, der Helm. Den können wir wahrscheinlich später nochmal ändern. So, Nationalität. Wir sind deutsch, das heißt, wir nehmen Deutschland. Beziehungsweise Deutscher. Fahrernummer nehme ich eigentlich wie in jedem Spiel, wo man sich eine Nummer auswählen kann, die 87. Zack. Name, jetzt wird's interessant. Vorname. Das ist Teddy. Oh, das war falsch. Teddy. Annehmen und da machen wir einfach Gun hin. So, das passt ganz gut. Namenskürzel ist klar. Obwohl, da können wir... Ja, egal. Gun passt auch gut, das hat auch keiner. So, und dann war es das eigentlich schon. Dann können wir weiter. Wähle jetzt dein Team aus. Jedes Team hat andere Erwartungen und Bedingungen. Wähle also mit Bedacht. Wir können uns jetzt beliebig tatsächlich ein Team auswählen. Das ist neu. Wir können tatsächlich auch zu Mercedes oder Ferrari gehen, aber da wird es natürlich echt schwer, da durchzukommen. Und ich würde sagen, wir starten bei einem der unteren Teams. Also hier von Haas bis Mayna Racing. Und da würde ich fast sagen, dass wir dann Haas nehmen. Weil ich finde Haas relativ cool eigentlich. Hat auch den Vorteil, wir haben einen Ferrari-Motor. Ist jetzt nicht gerade der unzuverlässigste. Können natürlich auch mit Mayna fahren. Oder mit dem Sauber. Oder den Renault. Ich weiß es nicht. Kann mich nicht entscheiden. Warte mal. Ah, ich glaube, wir nehmen einfach mal wirklich... Wir nehmen Haas. Grosjean als Teamkollege finde ich schon ganz in Ordnung, weil das ist einer meiner Lieblingsfahrer auch. Den finde ich ganz gut. Und ich denke mal, der wird auch noch so einiges reißen können. Aber wir machen jetzt erstmal Karriere starten. So. Jetzt können wir das Ganze nochmal angucken. 25% Renndistanz machen wir, Blitzqualifying haben wir gesagt.
So, das können wir. Laden abgeschlossen. Okay. Session starten. Wetter und so weiter. Wir können eh nichts ändern. Also von daher würde ich sagen, Session starten, oder? Starten wir mal. Jetzt kommt, glaube ich, eine kleine... Na, Cutscene würde ich ja nicht sagen. Aber ich glaube, wir kriegen jetzt noch eine Einführung von unserem Manager oder unserer Managerin. Die Warte... die Ladescreens sind so ein bisschen länger hier. Aber das macht eigentlich gar nichts. Dafür sieht das Spiel an sich ganz gut aus. Hi, ich bin Emma Jenkins, Spezialistin für Vertragsrecht. Und ich wurde gebeten, als deine Agentin zu arbeiten. Ich werde versuchen, dir die besten Deals beim Vorstand zu holen. Weshalb du dort draußen auf der Strecke aber auch dein Bestes geben solltest. Sobald du neue Vertragsangebote erhältst, sowohl von neuen Teams als auch nur eine Änderung des bestehenden Angebots, bin ich die Ansprechpartnerin. Außerdem halte ich dich auf dem Laufenden bezüglich der Diskussionen hinter den Kulissen. Zum Beispiel, welche Dinge das Team von dir erwartet. Wenn ein Vertragsangebot reinkommt, präsentiere ich dir die verfügbaren Deals und du kannst entscheiden. Ich vermute, das ist okay für dich. Na gut, ja. Viel Glück in dieser Saison und bis später. Ja, danke schön. Bis später, ne? Ja, also es sieht alles ein wenig anders aus als in den Vorjahren. Und viel schöner vor allen Dingen. So, guten Tag Teddy, willkommen bei HSF1 Team. Wir freuen uns, dich im Team begrüßen zu dürfen und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit in der nächsten Saison. Du startest neben deinem Kollegen Romain Grosjean als zweiter Fahrer. Wir setzen eure Zusammenarbeit zur schnellen Weiterentwicklung des Autos und Teams voraus. Genug der Worte und ran an die Punkte. Mit freundlichen Grüßen, die Teamleitung. Ja, und dann können wir eigentlich auch sofort schon ins Cockpit springen. Cock gesagt. Nein, wir können jetzt eigentlich tatsächlich schon zum Training, zu Training 1 gehen. Könnten uns auch hier Tutorials angucken. Aber die haben in Formel 1 2012 schon genervt, als man mit dem Young Drivers Test ankam. Das war, ich glaube, das Schlimmste, was Codemaster Star je gemacht hat. Ja, so heißt das Spiel. Und damit nochmal herzlich willkommen zur Formel 1 2016. Ich kann jetzt hier auch ganz einfach zur Strecke gehen und alles. Ich kann mir eigentlich auch, genau, so den Monitor einmal ansehen. Ich kann hier auch Live-Übertragungen sehen. Sehe natürlich, dass noch gar keiner draußen ist. Ich könnte jetzt auch Session beenden machen. Was ich rein theoretisch auch machen wollen würde, weil wir haben 3 Trainings. Und ich fahre die Trainings nicht. Das werde ich in den nächsten... Ja, ja. Der redet dann mit einer... Der will das einem ausreden dann natürlich. Ist ja klar. Also in den nächsten Folgen werde ich das so machen, dass ihr ab dem Qualifying mich zu sehen bekommt. Beziehungsweise das Spielgeschehen zu sehen bekommt. Und keine Trainingseinheiten. Beziehungsweise kein Vorgeplänkel so lange. Das ist jetzt nur zum... Ja, zum Warmschießen quasi. Training schauen wir uns noch einmal. Also wem das nicht gefällt, tut mir leid, aber ich überspringe jetzt die Trainings erstmal, da ich ja schon ein bisschen mit dem Auto gefahren bin. Beziehungsweise mit allgemein mit diesem Spiel vertraut bin, aber ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich das Spiel neu beginne oder ein neues Rennen starte, muss ich mich echt an diese Steuerung gewöhnen. Ich kriege dafür übrigens auch Punkte, das ist sehr lustig. Jetzt kommt der nächste Stand natürlich auf mich zu. Warum hey. Auch nicht? Hey. Schön, dich kennenzulernen. Danke. Ich heiße Chris und werde als dein Fahrzeugentwicklungschef mit dir arbeiten. Mein Job ist es, den Wagen mit Hilfe deines Feedbacks in den Bereichen zu verbessern, wo du es für nötig hältst. Bei jedem Grand Prix lassen wir ein paar Trainingsprogramme laufen und protokollieren, wie sich das Auto am Limit verhält. Okay. Dadurch sammeln wir Daten, mit denen wir diverse Leistungsverbesserungen entwickeln können. Klingt gut, ja. Red weiter. Um zu wissen, welches Upgrade wichtig ist, wählst du für mich einen Entwicklungsbereich aus, auf den wir uns konzentrieren sollen. Das machst du auf deinem Laptop in der F&E-Sektion. Gut, das war's vorerst, aber ich halte dich auf dem Laufenden. Okay? Ja, okay. Bis später. Jo, hau rein, Chris. Ja, cool eigentlich. Sehr gut gemacht, so der Karrieremodus. So, hat er gesagt, auf dem Laptop in der F&E-Sektion. Wäre das hier... Und ich würde sagen,
Was können wir machen? Chassisgewicht könnten wir eigentlich mal machen. Können wir nicht machen? Okay, das müssen wir machen. Einfach mal. Na, das ist das Einzige, was ich machen könnte, ne? Upgrade entwickeln. Zack. So. Okay, aber wir gehen jetzt erstmal zu Training 2. Wir können das gar nicht überspringen. Das finde ich echt ein bisschen schade. Dass wir hier nicht sagen können, wir wollen direkt zum Qualifying. Ich glaube auch, Qualifying ist ja hier verkürzt worden, ne? Wir haben jetzt das kurze Qualifying. So, ich gehe jetzt einfach mal direkt dahin. Und hier weiter zum Qualifying. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge. Ja, Kimi Räikkönen am schnellsten. Das ist ja auch mal wieder was Schönes. Er ist ja mein Lieblingsfahrer. Also Kimi Räikkönen ist echt eigentlich für mich der Beste. Ja, ich bin halt kein Fan von Leuten wie Lewis Hamilton. Den mag ich überhaupt nicht. Also Hamilton, Vettel, Räikkönen und Grosjean, das sind so meine Lieblingsfahrer. Auch Verstappen finde ich auch sehr gut. Ich kann mich noch an Jos Verstappen erinnern, damals sein Vater. Also das war ja auch noch was. Aber naja, gut. So, wir haben Rivalität. Natürlich ist Romain Grosjean erstmal mein Rivale, da er mein direkter Team, ein direktes Teammitglied ist. Hi, ich wollte dir nur sagen, dass wir die Erwartungen des Teams für das kommende Qualifying erhalten haben. Okay. Qualifiziere dich als 15. oder besser und besiege Romain Grosjean. Könnte man erreichen. 15. könnte schon relativ schwer werden. Aber wir gucken uns das Ganze mal an. So, gehe zu Blitzqualifying. Das machen wir. Damit diese Folge jetzt nicht allzu lange dauert. Die dauert ja schon sehr lange. Endlich wird gefahren. Wie gesagt, das wird in den nächsten Folgen anders laufen. Da gehen wir direkt beim Qualifying rein und starten. Willkommen in Melbourne. Das Qualifying für den großen Preis von Australien sollte jeden Moment losgehen. Eine Strecke wie diese verspeist Hinterreifen quasi zum Frühstück. Jedenfalls sagen das die meisten Fahrer, die sich damit ja auskennen. Hier zählen sowohl die Eigenschaften des Fahrzeugs als auch der Fahrstil. Es gibt eine Reihe von langsamen Kurvenausfahrten, bei denen die Hinterreifen jede Menge Energie übertragen. Die Fahrer müssen geschickt mit dem Gas spielen, damit die Reifen nicht zu sehr durchdrehen. Sonst besteht Rutsch- und Überhitzungsgefahr und die Reifen können stark verschleißen. Da wisst ihr Bescheid. So, jetzt können wir natürlich die Reifen wählen. Aber ich finde super weich schon mal ganz gut. Und jetzt geht's auch direkt auf die Strecke in die fliegende Runde. Und dann werdet ihr sehen... Oh, ich habe die Ideallinie noch an. Dann werdet ihr sehen, was ich meine mit der Schwerfälligkeit des Autos. Boah, ja, genau so. Also Blitzqualifying ist eigentlich wie das Qualifying, was man, ich glaube, in der Saison 2005 noch hatte. Dass hier wirklich die Fahrer einer nach dem anderen auf die Strecke geschickt wurde. Und dann um die Zeiten gefahren wurde, was eigentlich für mich das beste Qualifying war. Das fand ich am schönsten, das war noch in Ordnung. Also wir sind jetzt natürlich schon deutlich hinter Nico Rosberg, wie man hier sieht. Es gibt natürlich auch wieder die Möglichkeit, bis zu einem bestimmten Punkt zurückzuspulen. Das können wir auch noch gebrauchen, denke ich mal, weil ich werde mir... Hier habe ich nicht das Problem auf der Rennstrecke immer, dass ich mir hier den Reifen anhaue. Sondern die Radaufhängung zerstöre. Oh, und hier diese Kurve, die hasse ich auch wie die Pest, ne? Trotzdem ist das immer mein bester Sektor auf der Strecke, hier in Melbourne. Also ich weiß nicht warum, aber... Ja, ist halt so. Der Mittelsektor ist echt einer der besten hier. Während Sektor 1 und Sektor 3 halt immer... Also Sektor 3 gerade ist mein Problemfall hier auf der Strecke. So, machen wir DRS nochmal auf. Und noch ein paar Punkte dazu kriegen und wir landen auf... Ich glaube 16 stand da, oder? Platz 16. Oh nein, einer hinter Erwartung. Das ist ärgerlich. Aber wie schön der Helm reflektiert. Das Qualifying ist abgeschlossen. Schade. Wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre Top 3 sind Grosjean ist auch noch... Nein. Rosberg und Kimi Räikkönen. Ach, cool. Die Startaufstellung steht also fest. Jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis so, dahin. Rennleitung. Auf Wiedersehen. Okay. Vorfälle wählen. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal weiter.
So, weiter, genau. Und starten dann gleich mit dem Rennen direkt durch. Hier im Albert Park in Melbourne, Australien. Auf einer der schönsten Rennstrecken überhaupt. Da, wo die Formel 1 zum Start hingehört. Und nicht nach Bahrain, wie es ja schon ein paar Mal war. So, ich hoffe, meinen Controller hört man nicht allzu laut. Ich versuche es so ein bisschen hinzukriegen. Ja gut, wir sind jetzt natürlich ganz schön im Hintertreffen in diesem Qualifying, aber naja gut. Beides, alle drei Sektoren bin ich schlechter. Alle drei schlechter. Das war beim Test, als ich das erste Mal die Karriere angespielt habe, nicht so. Hm. Habt aber auch nur ein Rennen gemacht. So, Voicemail hören wir uns mal an. Die Ziele fürs Rennen. Hey, ich bin's. Wollte nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten. Ich sehe schon, es regnet. Mach's gut. 15. Platz oder besser, besiegen Romain Grosjean und schließen das Rennen. Ja, okay, das kriegen wir hin. Hoffentlich. Aber es regnet und das finde ich gerade mal ganz schön uncool. Aber wir gehen jetzt einfach mal zum Rennen. Wir können uns jetzt ja natürlich auch noch alles mögliche angucken, aber... Gut, lassen wir einfach. So, wir starten durch. Bitte warten, natürlich, ist ja klar. Schon cool gemacht. Wie in der TV-Übertragung halt. Und es regnet echt. Oh nein. Das heißt ja, dass ich in der Formel 1 eine Sekunde wie eine Ewigkeit anfühle. Oh ja. Die vier vergangenen Monate ohne Rennen waren eine wirklich lange Zeit. Aber wir sind zurück in Melbourne, Heimat des großen Preises von Australien. Leichter Regen, ja toll. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und daneben steht Nico Rosberg. Aber sehr knapp die beiden auseinander, ne? Wie krass. Raikkonen, Vettel, Daniel Ricciardo und Verstappen. Bottas, Kvyat, Massa und Fernando. Okay, wir wissen ja, wo wir starten und dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Wir haben hier auch, wie ihr seht, ja, haben wir dieses Pre-Start wurde eingeführt, das heißt, wir sind jetzt hier, haben hier die Leute um uns rumstehen. Natürlich nicht so viele wie im echt, also dass hier kein Ebel rumläuft oder was weiß ich. Haben wir leider nicht, aber das wäre natürlich auch mal richtig cool. So, der Start ist anders, wir müssen die Kupplung halten und die Drehzahl erhöhen, ist ja ganz klar. Und jetzt warten wir und Kupplung loslassen und schlechter Start. Sehr schlechter Start. Viel zu spät und gleich das erste Rennen natürlich im Regen. Das kann natürlich was werden. Boah, natürlich gleich der erste Hit und ich muss hier rüber. Ja, toll. Wo sollte ich da jetzt hin? Super, ey. Boah, ist das rutschig, ey. Ja, wenn das geschickt anstatt... Boah! Da ist einer! Nein! Ja, toll. Ganz klasse. Also, wir können ja, wie gesagt, einmal zurückspulen. Das möchte ich jetzt auch mal nutzen. Wir können aber nur wirklich einmal. Wir haben 15 Rennrunden hier. Muss man dazu sagen. Also, es wird noch so ein bisschen dauern. Und das kann sehr spannend werden. Und jetzt ist es ohne Flashback. Das heißt, wenn kaputt, dann raus. Kann natürlich auch passieren. Boah, gerade bei diesem Scheiß. Boah, ist das rutschig. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass es so gleich in der ersten Folge so ein Rennen geben wird. Oh Gott. Das kann echt spannend werden noch. Und ich sag, die Folge geht immer so lange, wie ich mich im Rennen halten kann natürlich. Falls ich jetzt sofort einen Unfall bauen sollte, ist die Folge natürlich vorbei. Das Rennen wird natürlich weitergefahren von den Bots, ist ja klar. Irgendeiner muss ja gewinnen. Aber, wie gesagt, sobald ich raus bin, Folge vorbei. Natürlich sage ich dann noch Tschüss und alles, aber das war's dann mit der Folge. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt noch ein bisschen länger drin bleibe. Und hier jetzt nicht
allzu viel verliere auf meinen Teamkollegen. Obwohl wir ja schon relativ gut wieder dran sind. Nein! Boah. Scheiße. Ja, genau das meinte ich und das war's. Ja. Ach, wir können jetzt nochmal doch ein Flashback setzen. Okay. Also bei Unfall geht das wohl öfter, so wie es aussieht. Ich dachte, wir haben nur einen. Die werden wahrscheinlich gar nicht mehr gezählt, so wie es aussieht. Dann ist ja gut. Okay. Dann müssen wir keinen Flashback mehr haben. Machen wir es mal so. Ne, dann... Boah. Bis die Flashbacks weg sind, geht das Rennen. Machen wir mal so. Das ist einfacher. Man muss sich an die Steuerung bei Regen erst gewöhnen. Ich meine, die Steuerung auf trockener Strecke ist schon relativ schwer. Und jetzt das Ganze bei Regen. Boah, Leute. Ja, da muss ich mich echt dran gewöhnen. Das habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass es gleich beim ersten Rennen regnen wird. Finde ich auch ein bisschen unfair. Was mich jetzt so ein bisschen stört, ist, dass man nicht weiß, wer führt. Also, dass man links oben nicht sieht, wer ist Erster. Klar ist es wichtig zu wissen, wer ist vor einem, aber... dass da der Erste vielleicht noch vorgeschoben wird, das wäre auch cool. Die Reifen sind laut unserer Anzeige im optimalen Temperaturbereich. Das klingt doch sehr gut. Wenn die Reifen optimal eine Temperatur haben. Boah. Wie gesagt, ich hoffe, mein Controller hört man nicht allzu laut. Boah. Ja, toll, da muss ich jetzt kurz vom Gas gehen. Sonst hätte es mich wieder zerlegt. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt riskieren. Boah, Alter, Aquaplaning pur. Hier brauchst du richtige Regenreifen, ey. Aber das sind jetzt Intermediates, glaube ich, die wir fahren. Oder war grün Intermediate? Oder war blau? Nee, blau war Regen, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, Intermediate, steht ja ein I drin, das stimmt. Aber das ist relativ schwachsinnig, auf Intermediates hier zu fahren. Das merkt man. Es wird, der Regen wird nicht weniger. So, aber es läuft schon ein bisschen besser jetzt. Also, wenn man sich dran gewöhnt hat, dann kommt man auch wieder rein. Da kommt man nicht wieder... Was heißt wieder rein, ne? Man kommt dann rein. Es gibt natürlich auch Safety Car hier. Das ist auch wieder dabei. Die Einführungsrunde gibt es eigentlich auch, aber nur beim langen Wochenende. Die hätte ich mich auch gerne gefahren eigentlich, aber gut. Das werde ich mir auch nochmal angucken. Ob ich es euch zeige, weiß ich noch gar nicht. Weil, wie gesagt, hier soll ja eigentlich nur diese Karriere gespielt werden. Erstmal und so ein paar Multiplayer-Rennen vielleicht. Da gucken wir nochmal. Vielleicht hat das ja der ein oder andere von euch auch, da kann er mitspielen. Würde mich natürlich sehr freuen. Boah, Junge! Krass. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich die noch kriege jetzt, die Kurve. Aber ich glaube, ich kriege Roma auch nicht mehr. Oh, die war gut. Die ist diesmal gut gefahren worden. Grün, gelb, was? Ericsson aus dem Rennen. Markus Ericsson ist aus dem Rennen, okay. Der war aber hinter mir, das ist das Problem. Vor mir wäre besser gewesen. Dann hätte ich jetzt einen Platz gut gemacht. Ah, was soll man machen? Vielleicht fliegt der Hamilton auch noch raus. Wer weiß. Und alle anderen vor mir auch. Mal gespannt, wann wir in die Box geholt werden. Ich meine, wir müssen... Wir haben jetzt keinen Zwangsboxenstopp. Das ist natürlich gut beim Regen. Sobald es regnet, müssen wir nicht mehr in die Box kommen. Dann haben wir dieses Zwangsreifenwechsel nicht mehr. Ja, ich drehe den ja die ganze Zeit auf. Weil ich sonst nicht hinterherkommen würde. Wow, wow, wow. Ja, DRS wird natürlich bei Regen auch nicht aktiviert, ist klar. Das könnte sonst ein bisschen gefährlich werden. Gerade hier, wo die Mauern relativ nah an der Strecke stehen. Da weiß Charlie Whiting schon, wann er aktivieren muss. Die Rennleitung. Aber wir kommen der Sache schon mal näher hier, der Truppe. Das ist schon mal sehr gut. Der Regen sollte in den nächsten 10
Ehrlich. Oh, das ist cool. Wenn der Regen aufhören würde. Würde ich mich drüber freuen. Boah. Kann das nicht jetzt schon aufhören? Ja, so viele Runden sind es ja auch nicht mehr. Wir haben echt schon einen guten Vorsprung von Magnussen jetzt. Oh. Das war schlecht angefahren an diese Kurve. Oh, das hätte man nicht machen dürfen. Das könnte eine Verwarnung geben wegen Abkürzen. Scheint aber nicht so. Gut. Und ich habe ja keinen Vorteil verschafft dadurch. Ich bin ja langsamer geworden. Und wer das bei Regen macht, der ist selber schuld hier. Weil da kann so viel passieren. Ich dachte gerade, die fahren jetzt reihenweise in die Box. So sah das gerade aus. So. Und haben die DRS doch aktiviert? Ich weiß es gar nicht. Selbst wenn, würde mir nichts bringen. Ich bin ja noch nicht so nah dran. Am Romain Grosjean. Aber... Nein! Einmal kurz nicht aufgepasst. Mist. Und schon ist der Vorsprung wieder weg. Was heißt Vorsprung? Ja, der auch. Wow. Krass, warte mal. Wir können das doch noch... Einmal können wir den Flashback jetzt benutzen. Dann, also was da jetzt los war, ich habe keine Ahnung. Ich habe kurz mal wohin geguckt und auf einmal war ich weg. Also, sorry, wenn es euch nervt, dass ich die Flashbacks benutze, so oft. Gut, bei den ersten zwei Mal, da musste ich es ja machen. Aber trotzdem, dann tut es mir echt leid. Aber ich spiele das ja so, wie ich das spielen würde und so mache ich es auch weiter. Gut, die KI habe ich auf leicht getestet. Hab mir gedacht, hör, das ist zu einfach. Jetzt spielst du auf Mittel und es ist schon etwas härter. Aber wir sollten nicht so oft hier über das Gras fahren. Definitiv nicht. Der Vorsprung, beziehungsweise der Rückstand ist schon wieder größer geworden. Wie man hier deutlich sieht. Boah. Alles hin und her rutschen ist echt krass. Aber ich denke mal, beim Boxenstopp, da können wir so einiges gut machen. An Zeit. Ich gehe da stark von aus. Oh, bremsen, 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 bremsen. Boah. Aber es wird schon weniger mit dem Regen. Das ist an sich schon mal sehr gut. Hoffentlich bleibt es auch dabei. Boah, hart in die Bremse hier. Das kann eine ganz schön harte Saison werden mit Haas. Aber schau mal, vielleicht liegt es jetzt auch, ich denke mal, es liegt nur an dem Regen jetzt. Dass wir so weit hinten sind. Ohne Regen wäre es vielleicht besser. Weil ich bin überhaupt kein Regenfahrer, also das kriege ich nicht so gut hin. Ich meine, es läuft schon gar nicht mal so schlecht. Ich hätte es schlimmer erwartet. Aber dennoch... Gut. Dennoch hätte ich gerne... eine trockene Rennstrecke gehabt. Und gerade im ersten Rennen der Saison wäre das sehr gut gewesen. Aber wir können es nicht ändern. Und von daher machen wir das jetzt. Ziehen wir das jetzt knallhart durch. Auch wenn das ganz schön demotivierend sein kann für den Rest der Saison, wenn man gleich im ersten Rennen gar nichts erreicht. Und dass wir nicht in die Punkte kommen, war klar. Okay, immer noch zufrieden mit dem Reifen. Das ist interessant. Also, wie gesagt, nicht in die Punkte kommen im ersten Rennen. Das war klar. Das ist, war schon zu erwarten. Aber... Boah. Aber...
ich hätte doch gerne meine Ziele geschlagen, also meine Ziele erreicht. Und das ist momentan eher nicht der Fall. Ich habe 5 Sekunden Rückstand auf Romain Grosjean und 5 Sekunden Vorsprung auf Magnussen, also... Boah, nein, nein, nein. Alter, jetzt kriege ich gar nichts mehr hin hier. Boah, okay, Frontflügel leicht beschädigt, gut. Leicht ist gut, ich kriege hier gar keinen Abtrieb mehr. Oh. Das bringt jetzt auch nichts mehr, ne? Komm, ich mach den jetzt noch einmal. Ich konnte nicht mehr lenken. Das war echt nicht schön. Das war nicht nur der Frontflügel, glaube ich. Ich glaube, das war auch die Radaufhängung, die ich so ein bisschen demoliert hatte. Aha. Den, also hat er doch noch mitgekriegt, den... ja, Flügel ist beschädigt. Da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, klar. Aber wir kommen ja bald in die Box. Denke ich mal, wenn es jetzt aufhört zu regnen, dann dürfen wir gleich neue Reifen holen. Und dann sollte das eigentlich wieder funktionieren. Also mein aktuelles Ziel für das Rennen ist jetzt, nicht hinter Magnussen ins Ziel zu kommen. Also den 16. Platz auf jeden Fall zu halten. Nicht schlechter zu werden. Also ein Boxenstopp mit Nasenwechsel, das dauert natürlich. Mit Flügel, Frontflügelwechsel. Ja, Nase. Ist ja die komplette Nase, dann wird er gewechselt. Das dauert natürlich schon mal 3 Sekunden länger. Und die haben wir nicht unbedingt. Meine Durchschnittszeit beim Boxenstopp so 2,5 Sekunden. Und, naja, 2,5 bis 2,8. Ich weiß nicht, wie gut unsere Crew da drin ist. Ich habe es noch nicht getestet im Rennen. Oh, das war jetzt ein Fehler. Das war ein Fehler. Den hätte ich nicht machen dürfen. Da war ich zu weit draußen. War ich zu lange auf dem Gas. Und zack, 8 Sekunden. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 3,7 Sekunden. Oh je. Ja, nur 3,7 Sekunden Vorsprung noch. Das läuft alles andere als gut. Mal gucken, vielleicht läuft es im nächsten Rennen ja schon viel besser. Wer weiß, aber in diesem Rennen, ich glaube, da kriegen wir nichts mehr hin. Aber es hat jetzt aufgehört zu regnen. So, ja, noch nicht ganz, aber es ist weniger geworden, deutlich weniger. Ich glaube, streckenweise, boah, an manchen Teilen der Strecke ist es wirklich schon trocken geworden. Beziehungsweise hat es aufgehört. Das ist ja in dem Spiel jetzt auch neu, dass wirklich streckenweise der Regen kommen kann. Gerade in Belgien ist das natürlich wieder so eine Sache, wo es an einer Strecke ganz schön schütten kann und auf der anderen Seite der Strecke ist noch Sonne. Also das ist natürlich gerade in Belgien. Werden wir sehen, wie es wird. Aber da ist das sehr gut zu zeigen, wie das Spiel das mitnimmt, denke ich mal, wenn das dann überhaupt wetterbedingt so kommt. Das ist ja auch so eine Sache. Oh. Moment fahren wir definitiv noch die richtigen Reifen, aber Slick-Bedingungen werden sich bald einstellen. Gut. Ich hoffe es doch. Ich möchte unbedingt an die Box. Und auf Slicks umsteigen, weil ich habe keinen Bock mehr auf Intermediates. Ja, ich glaube, 2 Runden noch, dann haben wir das. Und dann fahren wir die letzten 5-6 Runden noch schön mit Soft-Reifen. Boah. Ich verliere so viel gerade, ne? Das ist unglaublich. Nein. Boah. Ich habe voll den Rechtsdrall jetzt. Ich komme nicht mehr klar. Ja, das läuft ja echt nicht gut. Ich habe einen Rechtsdrall. Ich komme nicht mehr richtig in die Pötte hier. Ist das über einen Motorschaden? Nee. Also rechts rum kann ich fahren, aber nicht anders. Aber ich bin viel zu langsam. Ich kann nicht mehr mithalten. Irgendwas ist ja kaputt gegangen. Gelbe Flagge. Kein Überholen? Was ist denn jetzt los? Ach, wegen mir oder was? Wow.
Alter! Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Der Frontflügel ist schwer. Okay, Änderung bestätigt. Ja, toll, was soll ich jetzt hier machen, ey? Ja, super! 5 Sekunden lange Stop-and-Go-Strafe? Was? Ich? Warum das denn? Ey, dein Ernst? Plattfuß im rechten Hinterreifen. Platter rechter Nein. Echt jetzt? Ich fahr mal hier lang. Aber er kann auch nicht mehr schneller, ne? Toll. Ja, das habe ich ja vor. Ich will ja an die Box, Mann, aber ich komme ja nicht hin. Oh ja, schöner Platter. Eigentlich müsste ich ja auch Flaggen gezeigt kriegen, ne? Aber... müsste ja auch eigentlich die weiße Flagge geschwenkt werden. Jetzt beruhigt mir auch noch Arianto. Und Sascha spielt Formel 1. Because Gaming is fun. Könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken auf dem Kanal. Mit dem spielen wir ja auch TTT. Das heißt, Nasra kommt auch noch. Wo ist denn Pascal Wehrlein? Er müsste ja deutlich vor uns sein, ne? Der Fahrer hinter dir ist in einer anderen Runde. Lass ihn durch, wenn du kannst. Ja, witzig. Wenn ich kann. Da kommt auf einmal Rosberg. Alter, du Vogel. Hä? Ich kann ja kein Gas mehr geben. Aha, okay. Gut, jetzt sind wir in der Box. Toll. Pit-Limitator drin. Ja, toll. Mal gucken, ob wir gleich neue Reifen kriegen. Es sieht nicht danach aus. Die geben mir echt nochmals Intermediates. Das ist doch scheiße. Was passiert jetzt? Okay. Was auch mal das jetzt war. Ja, natürlich. Ach, die 5 Sekunden Stop-and-Go-Strafe. Natürlich, klar. Ah, schon wieder voll vergessen. Boah, 16,8 Standzeit. Ja, klar, dass wir da jetzt letzter sind. Hey, ja, das dachte ich mir schon. Na, kacke, ey. Toll, jetzt ist die Strecke trocken und ich fahre auf Intermediates, oder was? Oder wieder was? Oh, Mann. Ja, also ich glaube, das Rennen, das können wir jetzt endgültig abhaken, ist klar. Warte, wir haben jetzt den Ericsson noch vor uns. Den Ericsson vor uns. Aber der ist ja eine Runde zurück. Warte mal, ich muss mal wieder auf die Kamera umsteigen. Jetzt habe ich eine Nachricht gekriegt. Ich denke mal von Sascha. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Toll, viel mehr ist ja auch nicht. Aber haben mich jetzt schon alle überrundet? Nee, ne? Der hat mich auch gewundert. Mercedes waren ja nur da. Ja, ich bin halt letzter jetzt. Hamilton, ja, auf 1. Da sieht man es jetzt. Da wird es dann noch angezeigt. Gut. Wir haben eigentlich ein konkurrenzfähiges Auto. Nur nicht so, wie ich damit umgehe. Nicht bei Regen. Nicht mit mir im Cockpit. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Es sollte nicht regnen, ja. Toll. Ihr seid echt witzig, wisst ihr das? Aber ich hoffe, wir kriegen die Strecke noch. Ja, wenn sie... Ja, trocken bringt jetzt eh nichts mehr, ne? Und ich müsste jetzt auf Intermediate zu Ende fahren oder ich komme nochmal in die Box. Das bringt... egal wie, nichts mehr. Ich finde es lustig, dass Ericsson trotzdem noch... Ericsson noch im Rennen ist. Der fährt ja vor mir. Ich denke mal, dass er das ist. Ein paar Mal ist er 16 Sekunden vor mir. Der hat auch, der hat keine Stop and Go gekriegt, aber muss ja auch die Nase wechseln. Also, was da los war, weiß ich jetzt auch nicht. Aber gut. Oh nein, ich bin voll mit dem linken Rad drüber.
linken Vorderreifen drüber. Das interessiert mich jetzt nicht großartig, dass Nasser Probleme hat. Ich glaube, da bin ich noch relativ weit weg von ihm. Also ich bin auf jeden Fall Paydriver hier, ne? Also ich habe bezahlt, damit ich mitfahren kann. Das liegt nicht an meiner Leistung. Das merkt man schon. Naja, also das ist schon krass, was hier jetzt hier abgeht. Also, boah, die Folge wird doch ganz schön lang, sehe ich gerade. Boah. Na komm. Aber es wird ja demnächst kürzer werden. Boah. Meine Formel 1, klar, die Folgen werden länger als normale Let's Plays, weil halt ein Rennen halt eine gewisse Zeit beansprucht für sich. Und wir fahren ja nur 25% des jeweiligen Rennens. Das heißt jetzt hier zum Beispiel die 15 Runden. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich das noch einstellen, dass wir nur 10 Runden fahren insgesamt immer. Ich gehe mal gucken in den Einstellungen, aber das erst nach diesem Rennen, wenn wir es irgendwie noch mal schaffen. Magnussen ist vor mir. Okay, das ist Magnussen. Der hat mich ja schon überrundet. Nehme ich mal an, weil der ist 15. So, jetzt vorbei. Nein, na, ja, vorbei nicht. Aber okay, schaffen wir auf jeden Fall. Hat man aber auch nicht so oft, dass man zurück überrundet wird, ne? Und er hat mich ja überrundet und jetzt kann ich ihn zurück wieder überholen. Ich bin ja hinter ihm, das ist jetzt normale Rennsituation. Ich kann ja ihn wiederholen. Ich bin zwar eine Runde zurück und es wird nichts bringen, aber ich muss ja auch irgendwie mal an meine Konkurrenz wieder rankommen. Der sein Teamkollege ist, was jetzt nicht gerade gut ist, aber egal. Blaue Flagge. Ja, er ist ja nicht schnell. Ey, ganz ehrlich, er ist nicht schneller als ich. Warum sollte ich das dann machen? Ich meine, wenn jetzt ein Mercedes vom... Angenommen, ein... Ich wäre jetzt ein, Mercedes, der gerade ein... wer ist denn das? Marussia zurück überrundet hat. Aus welchem Grund auch immer. Dann würde der doch auch nicht die blaue Flagge kriegen. Weil er ist ja viel schneller. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe es. Boah, ich hoffe, das Rennen ist bald vorbei. Aber die Strecke fühlt sich jetzt schon wieder besser an. Ein wenig jedenfalls. So. Jetzt Vollgas. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 12,1 Sekunden. Ja, gut, 12,1 Sekunden, das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Definitiv nicht. Eigentlich könnte ich das Auto natürlich auch abstellen, aber was bringt's? Ich meine, ich kann das auch zu Ende fahren, dann habe ich wenigstens ein heiles Auto noch. Ich muss nicht riskieren, dass wieder Teile getauscht werden müssen, zum Beispiel Motor oder sonstiges. Gut, ja, Motorschaden kann ich natürlich immer noch kriegen, so wie ich mit dem Ding jetzt umgehe. Oh, shit! Und ich habe schon wieder einen Rechtsfall. Nein! Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen? Platzfuß. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Ja, toll. Dass wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Nochmal, das kann doch nicht wahr sein. Super. Ja, schnellste Runde, toll. Verstanden, geht in Ordnung. Ja, geht in Ordnung, toll. Also sollte ich jetzt aber wirklich komplett rausfliegen, also mir was abfahren oder so, dann lassen wir das. Wow! Alter! Pascal! Alter Schwede, das war jetzt echt ein bisschen krass. Ich war gerade weg von der Ideallinie, aber kommt auf der anderen Seite, ey. Weißt du, das ist auch scheiße. Weil ich darf ja hier rüberfahren. Glaubst du? Dass es noch zwei Runden sind, ja toll. Gelbe Flagge, ja, das bin ich, ist mir schon klar. Oh!
Oh, shit! Boah, kacke. Der Frontflügel ist in sehr schlechtem Zustand. Wir brauchen dich in dieser Runde hier an der Box. Ich komme ja gar nicht mehr vorwärts irgendwie. Der Frontflügel ist im schlechten Zustand. Ja, was denn sonst? Na, es ist alles im schlechten Zustand gerade irgendwie. Selbst wenn ich an der Box fahre, das bringt nichts mehr. Boah, also Leute. Nächstes Rennen wird besser, das verspreche ich euch. Ja, das gibt's doch nicht. Bei der Boxeneinfahrt. Scheiße. Na komm, wir lassen das mit dem Flashback. Oder? Wir beenden die Session so. Wir machen das jetzt mal Totalschaden. Beenden das, es hat nichts gebracht. Ja, ausscheiden, ja. Ausgeschieden trifft's besser. Egal. So, Mercedes gewinnt also das Rennen natürlich. Ein fantastischer Sieg für die Silberfeinde. Wahrscheinlich auch Lewis Hamilton wieder. Stefan, was war der natürlich. Schlüssel zu diesem Erfolg? Die Strategie hat den Unterschied ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie an ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, um jeden Spin zu optimieren und ihre Reifen optimal zu nutzen. Das zeigt, dass bei diesem Sport das ganze Team gefordert ist. Dabei muss der Fahrer natürlich auch gelobt werden. Schließlich helfen dir die besten Abläufe hinter die Kulissen nichts, wenn du keinen talentierten Fahrer hast. Richtig. Kann man so unterschreiben. Und hier sind die Fahrer, die, und die Siegerehrung erstmals. Und das sieht sehr gut aus. Sie haben hier wie so oft alle Erwartungen übertroffen. Das ist sehr schön. Und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben. And now Champagne. Obwohl es ist ja kein Champagner mehr, es ist ja nur noch Sekt. Ein bisschen ernüchternd, aber auch da muss gespart werden. Denn Champagner kostet ja auch schon mal ein bisschen was. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Lewis Hamilton übernimmt ja nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Der Fahrer des Tages ist heute für mich Rio Haryanto. Er hat einfach nicht aufgegeben und wirklich eine fantastische Leistung abgeliefert. Es war heute wirklich eine Freude, ihm zuzusehen. Und so sieht es ja, der ist auf 18 immerhin. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. Konstrukteurwertung. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen würden, aber den Fehler machen sie nicht. Wir hoffen, sie wiederzusehen. Ja, wir haben 0 Punkte. Aber wir sind nicht alleine. Renault, Maynard, McLaren und Sauber haben ebenfalls noch 0 Punkte. Und ich würde mich jetzt auch verabschieden. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Rennen ein wenig besser. Ich hoffe es. Bleibt bitte dran. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns. Bis dann, euer Tätigan. Ciao.